Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Graveyard Keeper. Und jetzt kann ich euch einmal zeigen, wie cool es ist, doch eine Messe zu halten. Machen wir jetzt. Es ist nämlich genau der Tag der Messe. Es muss also ein Sonntag sein hier, ne? Das holen wir jetzt mal nach. Blöde streikende Esel ist immer noch da. Aber wir können jetzt hier hingehen. Und mal ein bisschen die Kirche mit Glauben bezirzen. Schauen wir ihn hier an. Er hilft uns bei einigen Sachen. Jetzt wäre natürlich, dass wir erstmal den Friedhofsruder in die Kirche und geben ihm Fisch. Haben wir alles noch nicht. Angeln müssen wir also noch lernen. Gehen wir noch hin. Aber erstmal gehen wir hier rein. Und das Glaubensprädikat ist das hier. Flüchtiges Gebet. Nehmen wir mit. Achso, warte, müssen wir erstmal hier was rüberpacken. Vielleicht packen wir erstmal hier Stein rüber. Lehm. So. Und dann nehmen wir das flüchtige Gebet mit. Gut, bis auf die Blumen packen wir noch rüber. Das Schluckaufgras behalten wir. Traubenkern können wir noch nicht benutzen. So, gut. Also, gehen wir hier rein. Und jetzt halten wir hier ein schönes Gebet. Wir haben jetzt natürlich hier so ein paar Ständer. Das heißt, wir haben aber... Uns fehlt aber noch eine Kerze. Haben wir nicht eine Kerze irgendwo? Ich hab doch mal irgendwo eine gekauft. Hab ich nicht hier irgendwo noch liegen? Ich weiß das gar nicht. Warte mal. Also ich habe sie nicht hier. Die ist wahrscheinlich drüben im anderen. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Aber die holen wir noch schnell. Das schaffen wir noch. Ich habe nämlich noch keine Kerze aufgestellt. Mal sehen. Vielleicht bringt es ein bisschen mehr Effekte. Die freuen sich. Man kann auch Kerzen herstellen. Dafür brauchen wir aber ein paar Sachen. Können wir aber nochmal holen. Ich weiß nicht, über hier. Hier ist die Kerze nicht. Oh, hier ist die Kerze da. Nehmen wir mit. So, wir müssen uns beeilen. Jetzt ist dunkel, dann haut der Typ mich gleich ab und dann können wir auch keine Messe mehr halten. Das kriegen wir aber noch hin. Und dann müssen wir wieder so lange warten, bis wir die Messe halten können. Was, jetzt machen wir das. So. Kann ich hier die Kerze ransetzen? Machen wir erstmal hier oben bei mir an der Kanzel. Zack. Guck mal. Oh, steigt gleich plus 2. Perfekt. Und wir machen jetzt hier das Gebet. Qualitätsgebet. Und das ist lustig. Los geht's. Ich würde gerne ein paar Worte sagen. Unsere Kirche ist klasse. Ja, das war's auch schon. Mehr sagt er nicht. Toll, toll, toll. Und jetzt lasst uns mit dem Segen beten. Da ist unser Glauben, den haben wir jetzt bekommen. Oh, guck mal, kriegen wir noch mehr. Oh, kriegen wir noch mehr. So, jetzt gehen sie alle raus und geben noch Geld da rein. Guck mal, oh, nicht so viel, es geht so. Man muss natürlich andere Gebete irgendwann auch mal haben. Die kriegen wir noch. Aber das ist alles Kohle, die wir bekommen. So, gehen wir hier runter. Und die Kohle kurz ab. 25 immerhin. Dann gehen wir hier runter. Sag ich euch mal, hier habe ich mich auch schon was gemacht. Hier gibt es nicht so viel zu tun. Man kann hier so ein paar Sachen bauen. Wir bauen zum Beispiel, brauchen wir auf jeden Fall einen Arbeitstisch. Können wir noch nicht bauen, weil ich kann diese Glasgefäße da noch nicht bauen, die es da gibt. Seht ihr das? Kegelförmige Gefäße kann ich noch nicht bauen. Aber den anderen Tisch konnte ich schon bauen. Den habe ich gebaut. Der ist hier. So, Hanfseil. Da brauchen wir uns Hanf für. Aber hierfür fehlt uns Fett, Hanfseil und Kerzen. Ne? Das ist das. Ja, Bienenwachs, aber Wachs, Bienenwachs ist auch nicht das Problem, könnte man auch noch machen. Aber das haben wir alles noch nicht da. Müssen wir nochmal irgendwie hinkriegen. Was kann man hier denn machen? Ach ja, man kann Sachen studieren, na, das brauchen wir jetzt nicht. Holz, und dann kann man hier mit dem Glauben und mit der Wissenschaft kann man dann was daraus machen. Keine Ahnung. Egal, nicht für uns wichtig jetzt gerade. Wichtig ist nur, dass wir jetzt mal hier rausgehen. Mal kurz gucken, wir können ja. Bei den Technologien haben wir auch. Ja, da die Imkerei haben wir. Sammeln Bienenwachs. Haben noch aber. Und herstellen Honig, aber wir haben doch keine Imkerei aufgestellt. Gucken wir mal, ob wir das machen können. So. Man könnte auch Kerzen bei ihnen kaufen. Kostet eigentlich ein Vermögen. Das lohnt sich nicht so. Besser als selbst herzustellen. Ich würde aber behaupten, dass die Imkerei hier irgendwo mit hinkommt. Hier ist der Garten. Muss ich das hier mit aufbauen?
gucken, ob wir irgendwo einen Platz finden, wo wir die Imkerei aufstellen können. Irgendwo muss ja so ein... Oh, es wächst schon ganz gut hier, ne? So. Okay, ich denke mal, die Imkerei... gibt ja noch mehr Flächen, wo man die aufstellen kann. Wo es hier unten ist. Irgendwo können wir das aufstellen. Das machen wir jetzt auch. Ich guck mal, ob das geht. So. Hier gab es auch so eine Blaupause irgendwo, ne? Da. Was hier mitmachen? Nee, auch nur eine Kiste. Also verrückt. War eigentlich irgendwo hinstellen können, oder nicht? Er geht schon wieder nach Hause. Hat keinen Bock mehr. Okay, hier sind ein paar Viecher. Das ist gar nicht so schlecht, kann man mal killen. Hm, abgehauen. Ja, weil die Nacht schon wieder vorüber ist, wa? Warte. Oh, nicht. Na gut. Das kann ich mitnehmen? Wie so viel drin bei mir? Ja, okay. Dafür müssen wir hier was wegmachen. Und zwar. Kann ich den hier wegschmeißen? Hier die Dinger. Die benutzen wir mal. So. Wollen wir sie auch ein bisschen holen? Dann können wir ja das selber sammeln, statt eine Imkerei aufzumachen. Aha! Okay, es macht natürlich Sinn. Hier kann man schon auch irgendwas bauen. Kaputter Bienenstock. Reparieren. Kaputter Bienenstock. Objekt am Anfängen auswählen. Achso, geht nicht. Schade. Aber warte mal. Haben wir noch hier oben? Rübensamen brauchen wir noch. Okay, das macht jetzt nicht so viel Sinn. Aber wir können trotzdem was kaputt hauen, ja? Okay, hier oben können wir wahrscheinlich den Bienenstock dann hinpacken, was natürlich sehr praktisch ist. Mal gucken. Noch mehr Bienendings nehmen wir auch mit. Oder gerne selber auch Kerzen machen. Wäre natürlich praktisch. Ah, mehr gibt's ja nicht. Gut, dann gehen wir runter. Ah, das ist ja lustig. Was war das denn hier nochmal? Hier brauchen wir Sand und Steine. Das ist eigentlich das Ding. Das haben wir alles da. Das müssen wir kurz mal holen. Och man, das nervt so. Das ist immer wieder. Ich verstehe es auch nicht, warum es immer wieder runtergeht. Ich komme nicht hoch dann. Was hat das mit dem Controller zu tun? Da, schon wieder. Gut. Gut, jetzt bin ich raus. Was wollte ich machen? Ah, okay, ja, stimmt. Wir müssen nochmal da hoch. Den Kram holen. Was brauchen wir hier? Steine und Sand. Das kriegen wir hin. Steine und Sand. Steine und Sand. Sand haben wir eigentlich genug. Hab ich irgendwo hingetan. Fangen wir rein. Brauchen wir uns gar nicht drum kümmern. Ja. Dann brauchen wir 10 Stück. Nehmen wir das. Und
Steine. Kann ich Steine mal hier irgendwie? Da oben. Gut. War doch einfach. So. Kann meditieren? Okay. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Zwischendurch mal so, aber es dauert natürlich wesentlich länger als das Schlafen, ne? Ja. Aber immerhin haben wir was. Oh, perfekt. Schon eine Handarbeit noch einmal hier. Dann bin ich schon zurück. Nicht so weit, ne? Am Ende ist es noch nicht gedacht. Dauert noch ein bisschen. Wo ist ein bisschen Holz? Noch mal hier hoch. Gut. Eigentlich können wir noch mal ins Dorf marschieren. Wir brauchen ein paar Sachen noch, ne? Dass ich kein Torf finde. Also Torf müsste doch irgendwie so unten irgendwo sein, oder? Aber ich glaube, man kann Torf auch im Dorf finden. Meine ich. Und wir kaufen, glaube ich. Mal gucken. Wir gehen einfach mal hin. Von ihm müssen wir eh noch ein paar Samen kaufen hier. Vielleicht verkauft er uns noch mal was. Bevor er gleich drin ist. Mit seiner Tochter. Wenn die schon reingehen, die noch nicht. Versteht? Es geht ganz schnell. Auf einmal ist es dunkel und zack, rennt er rein. Ich letztens so. Pass mal auf, du gibst mir noch mal hier ein bisschen Kohlsamen. Rübensamen haben wir genug, Weizensamen, Rübensamen. So. Mehr brauche ich nicht von dir. Gut. Dann lassen wir mal kurz in die Stadt reingehen. Oder kannst du mal kurz zur Weizenfarm hochgehen? Vielleicht ist der auch noch wach. Mal kurz gucken, was der für Preise hat mit seinem Weizen da. Oh, warum funktioniert sie nicht? Wenn du das gemahlen haben willst, musst du wohl in die Stadt gehen. Das ist schade, aber ich habe nichts von, was gemahlen werden muss. Ich lebe auf dem Friedhof. Friedhofswärter, schön dich zu treffen. Ich habe ein paar alte Reserven, die du vielleicht hilfreich finden könntest. Oh, nö. Na gut. Naja, doch nur. Naja, alles gut. Schön, dass es da nicht geht. Was ist das denn hier? Achso, das war das Grab, den wir rausgeholt haben, mal, ne? Umiert haben wir die mal. Gehen wir hier rein. Ja, das scheiß Siegel brauchen wir unbedingt. Handeln, ja. Sachen wieder nichts. Also er spielt, mit denen kann man spielen. Wann kann man mit denen denn spielen? Muss man kurz gucken. Ja, Kapitän. Er bringt seine Zeit in der Taverne mit Alkohol und Würfelspielen. Ja, wahrscheinlich irgendeinen Tag, wo er am liebsten spielt. Frage, wo du Papier und Tinte bekommst. Ah, vielleicht ist sowas in deiner Kirche oder du fertigst einfach an. Kirby, aber lügt mir nicht, aber ein geschickter Bursch wie du? Du könntest auch den alten Astrologen fragen. Er ist damals jeden
und Leuchtung gekommen. Hat mich versorgt, bevor wir einen lächerlichen Schreit hatten. Ja, okay. Den Astrologen habe ich schon mal getroffen. Ich weiß übrigens immer noch nicht, wo der Leuchtturm ist. Wenn ich auf die Karte gucke, sehe ich auch keinen Leuchtturm hier. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da unten irgendwo ist. Aber da komme ich nicht durch. Also ich kann nicht durch die Stadt gehen da unten. Das geht nicht. Aber lass uns doch hier draußen mal ein bisschen rumwandern. Und mal gucken, ob wir noch irgendwas finden hier. Also ich habe einen Passierschein, aber ich sterbe halt, wenn ich aus der Stadt rausgehe. Das machen wir jetzt auch deswegen auch nicht. Ja, sobald ich diese Grenze überschreite, bin ich tot. Dann machen wir das nicht. Dafür brauchen wir den anderen Typen. Ich durchforste hier mal ein bisschen was. Das kann gut sein, dass ich nochmal Torf irgendwo finde. Wäre zum Beispiel nicht schlecht. Alte Ruinen hier, ne? Was ist denn hier? Nichts. Oh, hier war, wie man sieht, hier war hier auch mal ein bisschen Stadt. Was es wohl nicht mehr gibt. Stadtmäßig. Oh, lass mal hier runtergehen. Ich muss diesen Leuchtturm finden, weil wenn ein Astrologen, dann könnte man gut, der hat nämlich zwei Sachen. Ich muss einmal mit dem reden und nochmal irgendwas anderes. Also wenn ein Astrologen vielleicht ein bisschen Tinte hat, wäre auch nicht schlecht. Sieht schön aus hier. Mit den Bäumchen. Das würde ich sagen, ist der Leuchtturm. Und hier gibt es auch Angelsachen. Das ist natürlich gut zu wissen. Aha. Das wird schon langsam hell. Wir gehen mal hier ein bisschen rum, bis es ganz hell wird. Dann gucken wir gleich mal. Okay, also kann man auf der Karte jetzt sehen, Leuchtturm. Perfekt. Angelsachen gibt es hier auch. Das ist ja noch besser. Also wir müssen ja auf jeden Fall noch Angelsachen haben. Da ist auch noch ein Garten. Darf ich aber nicht ernten hier, wa? Schade. Das ist natürlich ein Highlight gewesen. Schön ernte ich mal alles ab hier. Oh, ich dachte, man kann da jetzt rumgehen. Das kann man nicht. Oh, ist ja noch kein Montag. Für den Mond. Aber wenn der rüberspringt zum Mond, dann müssen wir natürlich hier nochmal hin zum Astrologen. Denn der hat uns ganz bestimmt ein bisschen mit der Tinte helfen. Oh, ich komme bestimmt nicht durch, ne? Doch, gut. So, wir gehen mal hier oben längs, haben wir auch nicht erforscht, richtig? Da, wer ist der denn? Dieser Typ muss verrückt sein. Denkst du, dass ich verrückt bin? Nein, sowas würde ich doch niemals denken. Ich versuche nur optimistisch zu sein. Und ich weiß, woraus wirklich ankommt. Worauf denn? Glaubst du, das würde ich dir verstehen würde? Nein, Diggo. Das würde er nicht. Er kann es nicht sehen. Okay, dann sag ich ihm einfach irgendwas. Innerer Frieden, meine Gewürze und Süßigkeiten, darauf kommt es an. Süß wie Honig. Bring mir Honig und ich bringe dir dabei, wie man einen Kuchen backt. Kuchen ist klasse. Was machen den alten verrückten Typen da vielleicht ein bisschen Honig bringen? So, hier ist das Ende der Welt. Geht nicht weiter. Oh, hier ist ein Strand. Hier kann man angeln. Ist auch nicht schlecht. Hier gibt es auch Sand. Aber Sand brauchen wir jetzt nicht. Das ist Quatsch. Leckeres und rauchiges. Wer ist er denn? Wenn jemand sucht, der dir die Hand liest, solltest du in die Stadt gehen. Dort versuchen alle verzweifelt genug Geld zu verdienen, um sich wenigstens einen trockenen Leib kaufen zu können. Das ist ein wunderbarer Geruch. Was riecht hier so gut? Das ist großartig, oder? Das ist mein Kebab. Ein altes von mir und zerbring mir ein paar gute Fischfilets und ich bringe es dir bei. Oh, cool. Machen wir. Dafür brauchen wir natürlich auch erstmal Fisch, ne? Sieht noch irgendwas aus, wo wir nicht hin dürfen. Was ist das für ein Ort? Dieser Pfad führt zur Burgfeste. Der Weg ist versperrt. Okay. Wollt auch gar nicht rein. Passt. Okay, echt, kommen gar nicht rein, oder?
was steht auf dem Schild? Bellen verboten? Ach, weil ich nicht da durchlaufen kann wahrscheinlich, ne? Mutes! Gefällt mir das halt nicht, in die Außen rum. Ein bisschen Baumbestand muss ja auch erhalten bleiben. Kann ich einsehen. Aber jetzt habe ich noch nicht so viel. Ich muss auf die Karte gucken. Also wir haben jetzt schon einiges hier entdeckt, aber Torf haben wir noch nicht entdeckt, ne? Gebranntes Haus. Hier unten, da kann man nicht weiter. Okay. Verrückt. Aber naja. Wir gehen jetzt mal weiter. Hier nicht. Achso, das ist der Steinheini. Okay. Reden wir nochmal mit dem Steinheini. Hi, ich bin Cory. Ich bin der Friedhofswärter. Schön, dich zu treffen. Wenn du Steinmaterialien brauchst, kann ich dir helfen. Für Holzkram musst du meinen Bruder Trash besuchen. Das sind definitiv Brüder. Handeln wir mal. Oh, Stein ist Stein, ne? Hier kannst du meine Steine kaufen, wenn du willst. Das ist ja gar nicht so schlecht zu wissen. Man kann ja mal ordentlich Stein sammeln und hier alles verkaufen bei ihm. Super. Honig sammeln und vielleicht auch ein bisschen. Perfekt. Mit Wachs. Warte mal, alles mit hier. Wird natürlich immer schon leben, weil die einen stechen, aber. So, so ist das. Alles hat seinen Preis. So, ich kann euch mal was zeigen hier, wenn man hier längs geht, nämlich. So. Da unten im Gewölbe. Wir können hier direkt zu unserem Haus gehen. Der Weg ist. Kommt mir auf jeden Fall ziemlich kürzer vor. Wie ist auch so kurz für den Weg. Aber ich gehe hier nur hoch. Und da sind wir schon. Lustig, oder? Da können wir uns direkt schlafen legen hier. Bam! Das war cool, oder nicht? Auch unser Leben ist gleich wieder voll. Na, was habe ich gesagt? Ziemlich cool. Gut, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal gehen wir dann zum Astrologen und gucken, was da so abgeht. Bis dann, tschüss.